Die mehrfache Olympionikin Claudia Pechstein hat Kritik an ihrem Auftritt bei einer CDU-Veranstaltung in Polizeiuniform zurückgewiesen. Die Wintersportlerin ist Bundespolizeibeamtin. Sie trat am Samstag bei einem CDU-Konvent in Berlin in Uniform auf und sorgte damit am Wochenende für Diskussionen. Die Eisschnellläuferin sagte der Bild-Zeitung am Montag, sie sei kein CDU-Mitglied, sondern bei der CDU zu Gast gewesen, und zwar als Sportlerin, Beamtin und Bundespolizistin. Gemäß der Polizeidienstvorschrift sei das Tragen der Uniform außerhalb des Dienstes erlaubt und nur bei Krankheit oder der Ausübung eines öffentlichen Ehrenamtes verboten, sagte sie weiter. Den eigenen Angaben zufolge hatte Pechstein im Vorfeld des Auftritts sowohl einen Gewerkschaftsvertreter der Bundespolizei als auch einen Vorgesetzten angefragt. Der Auftritt in Uniform sei ihr freigestellt worden, so Pechstein. In ihrer Rede hatte sie unter anderem für eine Stärkung des Vereins- und Schulsports geworben. Sie mahnte jedoch auch Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber an. Das sorge für mehr Sicherheit im Alltag. Öffentliche Verkehrsmittel ohne ängstliche Blicke nutzen zu können, gehöre zu Problemen, die besonders Ältere und Frauen belasteten. Verbesserungen dort sollten wichtiger sein, als darüber nachzudenken, ob wir ein Gender-Sternchen setzen oder ob ein Konzert noch Deutscher Liederabend heißen darf oder ob es noch erlaubt ist, ein Zigeunerschnitzel zu bestellen, so Pechstein. Beamte unterliegen nach dem Beamtenrecht der Neutralitätspflicht. Die Bundespolizei leitete in der Folge des Auftritts eine dienstrechtliche Prüfung ein. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion, Irina Mihalic, die selbst Polizeibeamtin ist, bezweifelte die Rechtmäßigkeit von Pechsteins Auftritt. Meiner Einschätzung nach ist der Auftritt von Claudia Pechstein in Uniform bei einer Parteiveranstaltung nicht mit geltenden beamtenrechtlichen Pflichten vereinbar, sagte Mihalic am Sonntag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler schrieb auf Twitter, eine Polizeibeamtin in Uniform schwingt Parteitagsreden. Ich reibe mir gerade ungläubig die Augen. Er forderte vom Bundesinnenministerium Transparenz und Nachbereitung dazu. Fiedler nutzte in seinem Tweet den Hashtag Neutralitätspflicht. CDU-Chef Friedrich Merz hat die Kritik an Pechstein zurückgewiesen. Er sprach am Sonntagabend von einem brillanten Auftritt Pechsteins. Sie habe aus ihrer Erfahrung gesagt, wie wichtig Vereine und Breitensport seien. Diese Aussage interessiere ihn wirklich und nicht das Äußere, so Merz am Sonntag im ZDF. Pechstein stammt aus Berlin und wurde als international höchst erfolgreiche Eisschnellläuferin bekannt. Sie gewann bei insgesamt 8 Olympiateilnahmen 5 Goldmedaillen, dazu war sie mehrfach Europa- und Weltmeisterin. Zugleich ist sie Beamtin der Bundespolizei. Bei der Bundestagswahl 2021 kandidierte sie für die CDU als Direktkandidatin im Berliner Wahlkreis Treptow-Köpenick gegen den früheren linken Bundestagsfraktionschef Gregor Gysi. Dieser gewann den Wahlkreis.